Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich schaue mir gerade eins meiner ersten Videos an, weil ich bereite gerade ein 30k Abo-Special vor, auch weil wir jetzt auch schon kurz vor 31k sind. Echt verrückt. Und ja, ich habe gestern, war ich in einem Escape Room und danach waren wir auf Tollwood. Dementsprechend habe ich gestern nicht viel gezockt. Und auch heute habe ich eine kleine Weihnachtsfeier mit ein paar alten Kollegen und habe auch da auch nicht viel Zeit zum Zocken. Ich muss jetzt irgendwie in der Zeit, die ich jetzt noch über habe, die 100 Geschenke reinpressen und versuchen die zu sammeln. Und den Stift nehme ich mit, denn ein Kollege hat ein paar Kollegen zu Besuch und die paar Kollegen vom Kollegen würden mich gerne treffen, wenn sie schon mal in München sind. Da kann ich nicht nein sagen, deswegen treffen wir uns gleich mit denen, machen ein paar Raids. Und dann, wie gesagt, versuche ich die 100 Geschenke reinzupressen und dann auch zur Weihnachtsfeier. Also ich bin busy, busy. Mal schauen, was ich hier so videotechnisch, Pokémon-technisch für euch heute zu bieten habe. Ansonsten könnt ihr gerne die Videos von ein paar Tagen abchecken. Da habe ich ein neues Video hochgeladen. Alle meine Shiny Luckies. Ein kleines Update. In letzter Zeit hatte ich ja jeden Tag einen Glückstausch. Gestern dann leider unterbrochen die Strähne. Deswegen heute das Video. Gönnt euch das Video. Ansonsten ein paar Sachen zur Map, zur Münchner Map, werden demnächst öfters kommen. Denn da habe ich eine größere Aufgabe, Rolle, Bürde, sag ich mal. Ist meine Pflicht sozusagen, die Münchner Map an den Mann zu treiben, voranzutreiben jetzt. Das Technische steht, jetzt geht es halt echt nur noch darum, Leute zu finden, Leute zu engagieren, motivieren, dass sie halt in die Map spenden und die supporten und verwenden natürlich. Und mit der Map, also Map ist ja so ein Überbegriff, an sich benutzt man ja kaum noch die Map, sondern es gibt ja Telegram-Gruppen, Top-Spawn-Gruppen, dann Telegram, die Raids, die Quests, all dies, das. Also wird ein großes Projekt und eine Menge zu tun. Ja, dann habe ich hier noch ein Video hochgeladen, die Terrakium Raid-Stunde. Was verrückt ist, habe ich ausprobiert, im POV-Style-Format habe ich das Ganze gedreht, eine Stunde komplett uncut. Da könnt ihr so sehen und miterleben, wie so eine Raid-Stunde abläuft. Paar echt verrückte Szenen, also vorbeischauen lohnt sich, auch wenn das Video über eine Stunde dauert. Hatte ich hier meinen ersten Gigas X-Ray, nichts Besonderes. Wir haben noch Zeit. Montag müssen neue Einladungen kommen, das heißt, jetzt heute und morgen können wir noch mal ein bisschen triggern, ein paar Arenen noch beraden, die wir noch nicht haben. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was so geht. Wir sehen uns. Innenstadt, Odeonsplatz. An einem Samstag, Weihnachtstag, richtig schrecklich. Wir haben auf jeden Fall erstmal hier ein Alo besiegt. Und wir brauchen noch Shiny von Alo und Shiny von Sierra. Leider nein. Aber Sichtler hat mich eh lange leiden lassen. Ich musste sogar extra nach Kassel fahren, um meinen ersten zu bekommen. Es war hier hinten so ein Nest. Und Sichtler war ja erhöht oder ist immer noch. Und jeder in München war dort. Jeden Tag. Jeden Tag hat irgendeiner einen bekommen, nur ich nicht. Obwohl ich jeden Tag dort war, bis ich halt in Kassel war. Seitdem habe ich echt viele bekommen, also. Richtig kalt. So, wir haben uns mit den Kollegen getroffen. Grüße gehen raus und ein paar Raids gemacht. Habe ich gerade eingeblendet, nichts Besonderes. Ein paar Arena-Punkte. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich dahin brauche zum Restaurant. Um ein paar Geschenke zu sammeln. Ist eine Herausforderung. Ich habe gestern schon nicht alle Freunde bedient. Und zwei Tage hintereinander ist halt echt tot. Ich versuche so viele Geschenke wie möglich zu sammeln jetzt noch. Dann geht's los. Ich stelle mich mal zur Seite. Wir haben immer noch Geschenkemangel. Ich gebe mein Bestes. Und hier zufällig ein Lapras. Rocket Stop, offensichtlich. Achso, ich muss den erst fangen, gell? Und dann kann ich euch Bescheid geben, ob der 100 ist. Das wäre ein nettes Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsmann, gönn mir, Alter. Gönn mir.
the fuck? Schmeiß mal eine goldene. Kein Risiko. Oha! Ich glaube, der will nicht drin bleiben. Heftig. Oh mein Gott. Oha! Ernsthaft jetzt? Was ist da los? Wehe, der flieht. Wehe, der flieht. Alter. Ich kann machen, was ich will. Der bleibt nicht drin. Okay. Der hat so hart gekämpft. Das muss doch ein 100er sein. Muss. Ciao. Yo. Wir sind wieder zu Hause. War ein lustiger Abend gestern. Alte Kollegen wieder mal gesehen. Grüße gehen raus an Chong Banks. Der hat nämlich alles organisiert. Und ich habe auch ein witziges Video mit ihm. Davor eine kleine Warnung, bevor ich den Clip einblende. Glücksspiel kann süchtig machen. Und ihr solltet niemals Geld setzen, das ihr nicht verlieren könnt. Herzlich willkommen zu Kopf oder Zahl. Wir spielen hier um Doppelt oder nichts. Und um die Ehre. Es geht um das Essen. 30 Euro, entweder 60 oder 0. Eigentlich direkt Kong and Friends hochladen. Kong hat mich herausgefordert. Und er darf auswählen, Kopf oder Zahl. Oh mein Gott. Und ich werfe mir die Münze. Du weißt, du weißt. Nein, ich werfe mir die Münze. Da bin ich auch so offen. Ich hatte gestern vor allem zwei besondere Gespräche. Eins ist mit einem Kollegen, der macht auch YouTube. Und also das ist der Min. Vielleicht kennt ja jemand von euch den. Wird, glaube ich, noch groß rauskommen. Vor allem, weil er es richtig hart versucht. Hat jetzt auch ein krasses Video, das hat über 100.000 Klicks mit Dima gedreht und Unge hat auch darauf reagiert. Also nicht auf das Video, was auf seinem Kanal ist, aber das, was auf Dimas Kanal ist und so weiter. Aber he's getting out there, sagen wir mal so. Zieht sogar demnächst nach Köln und über ihn werde ich nochmal demnächst in dem 30k Abo Special reden, weil da rede ich dann auch über mich und meine Einstellung zu YouTube und so und da wird dann natürlich auch drin vorkommen als Vergleich, weil ich kenne. Also ich kenne persönlich drei, die YouTube machen oder Online-Zeugs, Influencer, weil ich kenne auch einen Instagrammer, zwei sogar. Abgesehen jetzt von so Julian und Spieletrend, die kenne ich ja nicht wirklich, also man hat Kontakt, man kennt sich so, aber nicht wirklich Homies, sag ich mal. Und das sind halt wirklich private Freunde, die ich halt auch schon davor kannte und dann groß rausgekommen sind. Zum Beispiel einer, der hat jetzt 1,3 Millionen Follower auf Instagram. Dann der Dennis, der leitende Dennis, der macht einen Anime-Review-Channel, läuft eigentlich auch ganz gut bei ihm. Wie gesagt, der Min und die Katharina, mit der war ich zusammen in der Uni, ist so eine Russin und hat auch 200.000, 300.000, 400.000 Follower auf Instagram. Aber wie gesagt, darüber reden wir irgendwann mal nochmal. Auf jeden Fall Pokémon Go technisch wurde, also heute ist ja der 1. Dezember, die neue Spezialforschung ist am Start und Zapdos wurde angekündigt, den gibt es jetzt als Belohnung. Die ersten Aufgaben der Spezialforschung ist ganz leicht. War, glaube ich, 10 Stops drehen, 3 Hüppel besiegen und ein Krypto-Pokémon fangen. Ich habe gestern Nacht auf dem Heimweg nur einen Hüppel gefunden und gesehen und gemacht. Dementsprechend, nee, zwei sogar. Einer fehlt mir noch. Aber Aufgabe 2 ist auch schon wieder leidend. Habe ich hier mal kurz abgespeichert. Denn wir müssen wieder 5 Tage warten. Dieses künstliche in die Länge ziehen. Und 5 Raids gewinnen. Auch das ist für manche schwierig. Und dann müssen wir wieder... Und darauf hatte ich mich sogar schon vorbereitet, 15 Pokémon erlösen. Und dadurch ist es jetzt eigentlich schon bestätigt, dass es echt jeden Monat so ist, dass wir 15 Pokémon erlösen müssen. Und das sind halt jedes Mal 15.000 Staub, wenn ihr immer die billigsten erlöst. Und das lässt schon einige leiden, weil das ist natürlich nicht so geil. Aber irgendwie muss ja die Medaille auch auf Gold kommen. Also die Tausender hätte ich so oder so erlöst, weil ich will die Medaille ja irgendwann auf Gold. Und jetzt schweißen wir halt auf, bis die Spezialforschung am Start ist. Aber schon sehr unbeliebt. Also diese Stufe 2... Das sind 3 leidende Punkte, die sind sehr, sehr unbeliebt. Naja, auf jeden Fall gibt es dann Zapdos.
Und dann können wir davon ausgehen, dass im Januar Lavados kommt. Abgesehen davon war es auch schon wieder von mir. 2 Tage, wo echt relativ wenig gezockt wurde. Aber ja, so ist das Leben. Viele fragen mich immer, warum, wie viel zockst du eigentlich am Tag und so. Unterschiedlich. Es hängt echt vom Tag ab, wie viel Zeit ich aufwenden kann und aufwenden will. Und was halt sonst so anfällt. Also es gibt auch Tage, da muss ich echt bis 18, 19 Uhr noch Sachen erledigen und arbeiten. Und dann drehe ich nur noch eine schnelle Runde, um die Geschenke voll zu machen. Und dann war's das. Solche Tage gibt's auch. Oder eben halt solche Tage, wo ich halt privat echt ein paar Sachen geplant habe. Und da Pokémon Go echt auf die Priorität unterschraube. Solche Tage gibt's auch. Deswegen, die Antwort kann man nie so pauschal geben. Yo, jeden Tag 4 Stunden muss oder sowas. Es gibt kein Muss. So viel, wie halt reinpasst. Das ist halt die Antwort. Ah ja, ich habe ja auch noch ein paar Zuschauer getroffen. Immer eine verrückte Sache, irgendwelche Zuschauer zu treffen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Also nichts Schlimmes, ist immer eine tolle Sache. Aber wenn man so Videos macht, oder wenn ich die Videos mache, ich spreche jetzt nur für mich, ich stelle mir nicht vor, wen das alles erreicht und wie viele Zuschauer jetzt zuschauen. Boah, so viele sehen jetzt mein Zimmer und so. Das würde einen ja voll verrückt machen. Und dann zu realisieren, wenn jemand auf dich zukommt, boah, den und den erreichst du damit. Und boah, der und der schaut jeden Tag deine Videos und so. Und boah, der feiert dich und so. Und boah, der hasst dich oder so. Ist schon sehr erschreckend, sag ich mal. Es ist einem so überhaupt nicht klar. Wenn ich jetzt so einfach so in die Kamera rede, mir ist echt nicht bewusst, wen das alles erreichen wird. Wie viele tausend Leute. Das, wenn man da so drüber nachdenkt, dann schüchtert das einen auf jeden Fall ein. Auch wenn man so drüber nachdenkt, wie gesagt, ich mache wahrscheinlich nochmal ein einzelnes Video drüber. Wenn Leute sich darüber freuen, dass ich denen überhaupt antworte oder sowas, oder ein Autogramm oder ein Foto von mir bekommen, das ist schon krank. Das ist echt sehr, sehr krank. Aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle zuschaut und mich unterstützt. Oder auch hatet. Ist ja eure Zeit, die ihr damit verschwendet, falls ihr mich hatet. Aber immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.